ganz herzlich in unsere Finissage. Viele von Ihnen haben schon miterlebt, dass wir Kultur, sehr, sehr belebte Kulturtage hinter uns haben. Wir hatten Kinderprogramm, wir hatten Konzert, wir hatten eine pompöse Aufmachung in der Erlöserkirche. Wir haben auch hier eine Vernissage, was Sie jetzt hier sehen, die Ergebnisse. Also, und wir hatten noch einen Vortrag, Kunstvortrag vom Herrn Aschigalent, der Kurator unserer Ausstellung hier. Und heute wollen wir ein Resümee ziehen, eine Zusammenfassung, allerdings wieder künstlerisch begleitet alles. Bevor wir alles anfangen und auf den künstlerischen Teil übergehen, bitte ich Sie, sich selbst bedienen zu können. Dort haben wir Sekt, dort haben wir Wein, dort haben wir Wasser. Bitte können Sie ja sich bedienen. Und zuletzt möchte ich auch sagen, dass wir, wie Sie schon mitbekommen haben, eine armenische Sonntagsschule haben. Und diese Sonntagsschule, es versucht jetzt professionell langsam zu einer normalen Schule zu werden, zumindest Sprachschule. Dafür brauchen unsere Kinder aber auch ein bisschen Unterstützung, Motivation, vor allem finanzielle Hilfe. Deshalb bitte ich Sie alle, Ihre Spenden hier in unserer Büchse, wir nennen das Sparbus, nicht Sparschwein, einfach hier ein bisschen spenden, damit unsere Kinder auch gefördert werden können. Und zuletzt möchte ich, bevor ich das Wort an unseren Kurator Aschigalent übergebe, möchte ich mich ganz herzlich beim Kulturhaus Karlsruhe bedanken. Frau Krüger, vielen herzlichen Dank. Sie haben uns in Rat und Tat bis jetzt unterstützt, beinahe makellos. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank unseren Techniker, Lenz, mit einem Applaus. Ich kann mich nicht genug bedanken, auch beim Bezirksamt Berlin-Lichtenberg, bei Frau Bürgermeisterin, Frau Montero. Ich möchte mich auch unserer Schirmherrin bei Frau Beuerich bedanken und unserem Schirmherr, beim Herrn Dr. Petzold, die heute leider nicht dabei sind, aber ich glaube, im Geiste sind sie mit uns zusammen heute hier. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich das Wort an unseren Kurator, an den Kurator dieser Ausstellung, Herrn Aschigalent, übergeben und ich bitte um einen starken Applaus.